Wenn ich mir anschaue, wie diese Formel hier anfängt, hier steht ja einmal a hoch n und hier steht n mal auch n minus 1. Das sind ja nach meiner Formel hier auch Binomialkoeffizienten. Ja? Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer hinschreiben, was das bedeutet, beziehungsweise es steht auch im Skript, aber ich wollte auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Wie komme ich hier auf diese 1? Das erhalte ich, wenn ich sowas hinschreibe. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus einem Korb mit n Süßigkeiten gar keine Süßigkeit rauszunehmen? Das ist das, was hier steht. Eine Möglichkeit gibt es. Ja? Die einzige Möglichkeit, die Sie haben, ist, ohne Süßigkeiten nach Hause zu gehen. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ja? Und Sie können sich auch die Frage stellen, wie viele Möglichkeiten gibt es, aus einem Korb mit n Süßigkeiten n rauszunehmen. Und da gibt es auch nur eine Möglichkeit. Wenn Sie alle Süßigkeiten nehmen dürfen, dann haben Sie keine andere Möglichkeit, als alle rauszunehmen. Also gibt es auch nur eine. Das sind die beiden Grenzfälle. Wir können aber noch mal gucken, ob das mit unserer Formel übereinstimmt. Dieses hier würde bedeuten, dass wir hier oben die Faktoren von, ja, wir hatten ja so gesagt, wir fangen eigentlich im Nenner an zu schreiben und schreiben hin einmal, zweimal und so weiter bis zu der Zahl hier unten. Das würde aber bedeuten, dass wir hier unten gar nichts hinschreiben. Und entsprechend schreiben wir hier oben auch gar nichts hin. Dies hier, ne? Und das ist ja, hatten wir uns geeinigt, das leere Produkt. Und da hatten wir gesagt, leeres Produkt ist 1. Das würde also sogar stimmen mit dem, was hier steht, ne? Und die linke Formel stimmt natürlich auch. Die würde ja bedeuten, dass Sie unten schreiben einmal, zweimal, drei und so weiter bis n und oben schreiben Sie auch einmal, zweimal, drei und so weiter bis n und da kommt natürlich auch 1 raus. Also in beiden Fällen stimmt das auch mit unserer Formel überein. So, und dann gibt es noch zwei einfache Fälle. Das waren die ganz trivialen Fälle, dass unten 0 oder n steht. Der nächste einfache Fall ist der folgende. Wenn in dem Korb 20 Süßigkeiten drin sind und ich darf mir eine rausnehmen, wie viele Möglichkeiten habe ich dann? 20 natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Da muss also n rauskommen. Man kann sich die Frage aber auch andersrum stellen. Wenn in dem Korb 20 Süßigkeiten drin sind und ich mir 19 rausnehmen darf, wie viele Möglichkeiten habe ich dann? Das kann ich mir einfach überlegen, wenn ich mich frage, welches lasse ich denn drin? Ja? Wenn ich mir 19 rausnehme, muss ich eins drin lassen. Und es gibt 20 Möglichkeiten, eins drin zu lassen. Also muss da auch wieder 20 rauskommen. Ja? Diese beiden sind also auch klar. Und die können wir auch wieder mit unserer Formel uns überlegen. Dies würde bedeuten, hier muss 1 stehen, dann höre ich schon auf zu schreiben. Und hier oben n. Und das ist natürlich n durch 1 ist 1. Das stimmt. Und hier können Sie ausprobieren, kommt auch hin. Ja? Das sind also wirklich die einfachen Formeln. Und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Wir haben zum Beispiel vorhin gesehen, dass wir irgendwann ausgerechnet haben, 5 über 2 und haben dann zu unserer Überraschung oder vielleicht auch nicht Überraschung festgestellt, das ist dasselbe wie 5 über 3. Ja? Oder wir hatten vorhin sowas Ähnliches, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber Sie können es ja mal einfach ausprobieren. Rechnen Sie doch mal aus 10 über 3 und Sie werden feststellen, das ist dasselbe wie 10 über 7. Ja? Und das Muster, was Sie hier feststellen werden, ist, diese beiden Zahlen hier unten, wenn die zusammen gerade die Zahl hier oben ergeben, dann kommt hier immer dasselbe raus. Wenn ich das also mit Formeln hinschreibe, dann heißt das, n über k ist dasselbe wie n über n minus k. Und das können wir auch ausrechnen, um uns zu überzeugen, dass das wirklich stimmt und ich hier nicht nur irgendwas erzähle. Auf der linken Seite steht ja der Ausdruck, und jetzt ist es wieder praktisch, mit den Fakultäten zu rechnen. Auf der linken Seite steht, mache ich mal farbig, hier links haben wir n-Fakultät mal, und dies hieß ja k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Also die obere Zahl als Fakultät hinschreiben, die untere Zahl als Fakultät hinschreiben, die Differenz als Fakultät hinschreiben. Und der rechte Ausdruck hier, der ist ja obere Zahl als Fakultät hinschreiben, die untere Zahl als Fakultät hinschreiben und dann die Differenz als Fakultät hinschreiben. Das ist n minus k. Also hier steht n minus k Fakultät.
Das kann man jetzt leider kaum noch lesen. N minus M minus K. Da steht natürlich N minus N fällt weg und minus minus K ist K. Das heißt, aus dem, was hier unten steht, wird einfach ein K. Und dann sehen Sie, dass links und rechts dasselbe steht. Das ist wirklich derselbe Ausdruck. Und das ist ja auch das, was ich hier behauptet habe. So, und jetzt kommt noch eine Formel, die auf den ersten Blick nicht so klar ist. Die kann man sich auch nicht unbedingt mit Süßigkeiten so klar machen. Wir können sie aber mal ausrechnen. Die wird wichtig sein, um sich gleich vorzustellen, wie diese Zahlenfolge der Binomialkoeffizienten überhaupt entsteht. Ich schreibe die erstmal einfach ab aus dem Skript. Im Skript steht n plus 1 über k plus 1 ist n über k plus n über k plus 1. Was ist überhaupt an dieser Formel interessant? An dieser Formel ist interessant, auf der rechten Seite der Gleichung stehen Binomialkoeffizienten, bei denen die Zahl oben n ist. Und hier steht einer, bei dem die Zahl oben n plus 1 ist. Das heißt, wenn Sie die Binomialkoeffizienten zum Beispiel bis 20 schon kennen, dann können Sie die bis 21 einfach durch Summieren ausrechnen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Sie müssen also gar nicht immer diese ganzen Produkte hier ausrechnen, sondern Sie können im Prinzip durch simples Addieren die alle ausrechnen. Ja? Aber zunächst mal, bevor ich Ihnen das zeige, wollen wir uns mal überzeugen, dass das stimmt. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen rechnen. Und ich führe Ihnen das deswegen vor, damit Sie hoffentlich zu Hause das mal nachrechnen und gleich so ein bisschen Übung im Rechnen mit diesen ganzen Fakultäten und so bekommen. Wie fasst man zusammen, wie kürzt man und so weiter. Sie müssen nicht in der Lage sein, sowas zu beweisen, aber Sie sollten in der Lage sein, mit den ganzen Rechengesetzen rumzuhantieren. Ich werde jetzt also folgendermaßen arbeiten. Ich nehme mal diesen rechten Term hier, den ich blau unterstrichen habe, rechne den wirklich mal aus, so wie hier, fasse das zusammen, das wird ja links und rechts ein Bruch sein, diese beiden Brüche fasse ich zusammen und dann gucke ich mal, was so durch Kürzen und so wegfällt und dann werden wir sehen, dass dann das rauskommt, was hier links steht. Also n über k ist genau wie hier, n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Und auf der rechten Seite steht oben auch n-Fakultät, unten steht aber jetzt nicht ein k, sondern k plus 1. Und hier muss jetzt ja die Differenz stehen, also n minus k plus 1. N minus k plus 1 Fakultät. So. Das ist das, was wir zunächst mal haben. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich würde das gerne auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und wenn man jetzt mal schaut, dann steht hier schon fast dasselbe. Hier steht, das sind ja zwei Faktoren, die miteinander multipliziert werden. Hier links steht K-Fakultät, hier steht K plus 1 Fakultät. Und Sie entsinnen sich noch, das hatten wir am Anfang, K plus 1 Fakultät ist ja nichts weiter als K-Fakultät mal K plus 1. Das wird ja nur ein weiter multipliziert. Das heißt, um von hier nach hier zu kommen, muss ich hier links nur mit K plus 1 erweitern. Schreibe ich mal hin. Auf der linken Seite steht also das Ganze mal K plus 1 und unten auch mal K plus 1. Und den Rest schreibe ich einfach ab. Also hier bleibt stehen N Fakultät und hier unten bleibt stehen mal K Fakultät mal N minus K Fakultät. Und jetzt gucken wir mal, was wir auf der rechten Seite ändern. Hier steht N minus K und hier steht N minus K minus 1, also einer weniger. N minus K plus 1 ist ja dasselbe wie N minus K minus 1. Das hier rechts ist einer weniger als hier. Aber im Prinzip ist das die gleiche Idee wie hier eben schon mal. Um aus diesem Ausdruck den Ausdruck zu machen, muss ich das hier nur mit N minus K erweitern. Also der linke Ausdruck wird multipliziert, erweitert mit N minus K, oben und unten. Und den Rest schreibe ich einfach ab. So, hier habe ich nur abgeschrieben, hier habe ich jeweils erweitert. Da habe ich auf keinen Fall irgendwas falsch gemacht. Jetzt schreibe ich erst hin, warum ich das Ganze gemacht habe. Erstens, Gesundheit, fasse ich diese beiden hier zusammen,
K plus 1 mal K Fakultät ist K plus 1 Fakultät. Hier steht also jetzt K plus 1 Fakultät. Und das hier schreibe ich einfach ab. Mal N minus K Fakultät. Und das hier oben schreibe ich auch einfach ab. Hier steht K plus 1 mal N Fakultät. Und hier wollte ich ja die beiden zusammenfassen, das hier und das hier. Hier bin ich also auch einfach einen weitergegangen, sodass ich hier jetzt stehen habe, das war ja sowieso schon da, K plus 1 Fakultät mal N minus K Fakultät. Und das, wie gesagt, schreibe ich einfach ab. K plus 1 Fakultät. Und hier oben schreibe ich auch einfach ab, N minus K mal N Fakultät. Und ich habe das Ganze ja gemacht und Sie sehen auch, dass es geklappt hat, damit ich bei beiden Brüchen denselben Nenner hinbekomme. Jetzt habe ich bei beiden stehen K plus 1 Fakultät mal N minus K Fakultät. Ja? Das wollte ich haben. Und jetzt kann ich das also alles auf einen großen Bruch schreiben. Den Nenner schreibe ich einfach ab. K plus 1 Fakultät mal N minus K Fakultät. Und hier oben habe ich jetzt beide Male irgendwas mal N-Fakultät. Das hier plus das ist beides irgendwas mal N-Fakultät, also kann ich die N-Fakultät ausklammern. Ne? Das ist irgendwas mal N-Fakultät und dieses irgendwas schreibe ich mal hier in große Klammern. Auf der linken Seite steht K plus 1 und auf der rechten Seite steht N minus K. So. Und was habe ich jetzt hier stehen? Hier habe ich stehen K minus K, also fallen die beiden weg hier. Das K fällt weg gegen das. Und was hier noch übrig bleibt, ist einfach N plus 1. Hier oben steht also N plus 1 mal N Fakultät, also N plus 1 Fakultät. Im Zähler bleibt übrig N plus 1 Fakultät. Und hier unten habe ich einfach das stehen, was ich sowieso schon da stehen hatte. K plus 1 Fakultät mal N minus K. So, und jetzt sind wir fast fertig. Das sieht schon sehr nach dem aus, was wir eigentlich haben wollten. Wir müssen dieses hier nur noch ein bisschen cleverer hinschreiben. Wir haben hier unten stehen N minus K. Und das kann ich auch so hinschreiben. Ich kann das schreiben als N plus 1 minus K plus 1. Ich zähle 1 dazu und dann ziehe ich die 1 wieder ab. Ne? N minus K ist dasselbe wie N plus 1 minus K plus 1. Dann sieht das nämlich gleich ein bisschen passender aus. Dann steht, den Rest schreibe ich ab, dann steht hier das Folgende. Und hier steht, wie ich eben schon gesagt habe, N plus 1 minus K plus 1 Fakultät. Und was Sie jetzt haben, ist nichts weiter als wieder eine Formel für einen Binomialkoeffizienten, nämlich eine Zahl hier oben, eine andere Zahl hier unten und hier die Differenz von den beiden Zahlen. Das heißt, das, was wir jetzt rausbekommen haben, ist N plus 1 über K plus 1. Und das wollten wir ja auch raus haben. Ja? Und jetzt komme ich zu dem, was ich eben gesagt habe. Was bedeutet das denn, wenn man hier Werte einsetzt, beziehungsweise wie können wir das benutzen? Also nehmen wir mal als Beispiel sowas wie, sagen wir mal, N ist vielleicht 5 und K ist zum Beispiel 3. Auf der linken Seite hätten wir N plus 1 über K plus 1, das wäre in diesem Fall 6 über 4. Und auf der rechten Seite würde stehen, das ist N über K plus N über K plus 1. Das heißt, wenn ich hier die Werte einsetze, 5 über 3 plus 5 über 4. So, und jetzt wiederhole ich nochmal, was ich eben gesagt habe. Wenn ich den Wert hier ausrechnen will, wo oben eine 6 steht, brauche ich nur einige von den Werten zu kennen, bei denen oben eine 5 steht und die einfach zu addieren. Ich muss keine Multiplikation mehr machen, keine Fakultäten oder irgendwas ausrechnen. Ja, das Einzige, was ich wissen muss, um 6 über 4 auszurechnen, ist 5 über 3 und 5 über 4. Und dieses Spielchen kann ich natürlich fortsetzen. Um 5 über 4 auszurechnen, kann ich zurückgreifen auf die Werte, bei denen oben 4 steht. Und um die Werte auszurechnen, bei denen oben 4 steht, kann man zurückgreifen auf die, bei denen oben 3 steht und immer so weiter. Und das können Sie jetzt systematisch von unten her aufbauen,
indem sie sagen, was ist eigentlich das Einfachste, was ich mir vorstellen kann? Brauche ich mal ein bisschen mehr Platz. Das Einfachste, was ich mir vorstellen kann, ist 0 über 0. Das ist die Zahl 1. Ich kann in der Süßigkeiten-Tüte ist nichts drin, ich darf mir nichts rausnehmen, gibt es genau eine Möglichkeit für. Und dann haben wir noch zwei Möglichkeiten, die relativ einfach sind, nämlich 1 über 0 oder 1 über 1. 1 über 0 bedeutet, in der Süßigkeiten-Tüte ist eine Süßigkeit drin, ich darf mir aber nichts rausnehmen, dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Oder ich darf mir was rausnehmen, gibt es auch nur eine Möglichkeit für. Jetzt wird die Süßigkeiten-Tüte größer. Zwei Süßigkeiten drin, ich darf mir nach wie vor nichts rausnehmen. 1. Und das sind alles Dinge, die wir uns schon überlegt haben. Es sind zwei Süßigkeiten drin, ich darf mir zwei rausnehmen, gibt es auch nur eine Möglichkeit dafür. Jetzt kommt das Neue. Ich will ausrechnen, auch wenn es total trivial ist, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus einer Tüte mit zwei Süßigkeiten eine rauszunehmen. Ja? Und was ich jetzt mache, ist, ich denke da nicht drüber nach, sondern ich wende diese Formel hier an, die hier steht. Und die besagt mir, das, was ich hier rauskriegen will, ist die Summe von diesen beiden Werten hier oben. Das ist gerade, was die Formel besagt, die wir eben hergeleitet haben. Das heißt also, das, was ich hier jetzt ausrechnen will, ist nichts weiter als 1 plus 1, also 2. Da kommt 2 raus. Ja? Und so kann ich jetzt weitermachen. Ich kann hier an den Rand schreiben, was ist eigentlich, wenn ich 3 Süßigkeiten in der Tüte habe. Ich schreibe mir an den Rand immer die Extremfälle. Gar nichts rausnehmen, gibt es nur eine Möglichkeit. Alle Süßigkeiten rausnehmen, gibt es auch nur eine Möglichkeit. Aber was ist denn zum Beispiel hier? Was ist denn, wenn ich eine oder zwei rausnehmen will? Und da sagt die Formel, die wir hergeleitet haben, um das hier auszurechnen, brauche ich nur diese beiden Werte zu addieren. 1 plus 2. Das ist 1 plus 2. Und um das hier auszurechnen, brauche ich nur diese beiden Werte zu addieren. Jeweils die beiden, die drüber stehen. Das ist 2 plus 1. Also in beiden Fällen kommt hier 3 raus. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende, was wir eben gerade gemacht haben bei dieser Formel, wo die Herleitung so ein bisschen kompliziert war, war, dass wir diese Idee hier erkannt haben. Ja? Man kann immer den Wert hier unten ausrechnen als Summe der beiden Werte, die da drüber stehen. Und die Werte am Rand sind immer 1, das wissen wir ja schon. Ja? Wenn Sie das wissen, brauchen Sie eigentlich überhaupt nicht zu multiplizieren. Sie können einfach immer nur addieren. Das ist das Pascalsche Dreieck, genau. Das nennt man das Pascalsche Dreieck. Ich habe das am Anfang nicht gesagt. Die ersten Ideen der Kombinatorik kommen eigentlich so aus dem 17. Jahrhundert ungefähr, hauptsächlich von ein paar Franzosen, und die haben sich mit diesen Dingen damals hauptsächlich wegen des Glücksspiels beschäftigt. Die wollten also wissen, auf wie viele verschiedene Arten man Karten und so weiter mischen kann. Und einer von denen war Blaise Pascal, der relativ viele Dinge in der Mathematik gemacht hat, und der ist auch auf die Idee mit diesem Dreieck gekommen. Also wenn man das mal ein bisschen übersichtlicher hinschreibt, dieses Pascalsche Dreieck, was ich eben gemacht habe, ich lasse mal die Binomialkoeffizienten weg, dann sieht das so aus. Ich habe ja angefangen mit diesen Einsen, das ist immer der Start. Sie schreiben oben eine 1 hin, dann schreiben Sie hier 2 Einsen hin, dann schreiben Sie hier die Einsen daneben und dann hier die Einsen daneben und dann hier die Einsen daneben. Und dann fangen Sie an zu addieren. Also hier steht jetzt 1 plus 1 ist 2. Da haben Sie die beiden zusammen addiert. Und dann haben Sie hier 1 plus 2 ist 3, 2 plus 1 ist 3. Und dann gehen Sie hier durch und haben 1 plus 3 ist 4, 3 plus 3 ist 6, 3 plus 1 ist 4. Und machen wir vielleicht noch einen Schritt dazu. Hier schreiben Sie wieder die Einsen hin. Und dann geht es weiter. 1 plus 4 ist 5, 4 plus 6 ist 10, 6 plus 4 ist 10, 4 plus 1 ist 5. Was Sie hier natürlich ganz schön sehen können, ist, dieses Pascalsche Dreieck ist natürlich symmetrisch. Das entspricht der Überlegung, die wir uns vorhin gemacht haben. Ob ich mir überlege, wie viele Möglichkeiten es gibt, 3 Süßigkeiten aus 7 rauszunehmen, ist das gleiche wie mir zu überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt, 3 drin zu lassen. Und ja, Sie haben also dieses schöne Bildungsgesetz und Sie können das jetzt quasi als Tabelle nehmen, um nachzugucken, was n über k ist. Also wenn Sie jetzt wissen wollen, was zum Beispiel, sagen wir mal,
5 über 2 ist, das wüssten Sie gerne, dann können Sie sagen, das hier ist die Zeile für n gleich 0, das hier ist die Zeile für n gleich 1 und so weiter, n gleich 2, n gleich 3, n gleich 4, n gleich 5, das hier ist die Zeile für n gleich 5. Ja? Und dann sind das hier die Spalten für k gleich 0, das ist die Spalte für k gleich 1, das ist die Spalte für k gleich 2 und so weiter. Wenn Sie also wissen wollen, wie gesagt, was 5 über 2 ist, n ist 5 über k gleich 2, steht hier 10. Das muss also 10 sein. Können Sie einfach aus dem Pascalschen Dreieck ablesen. Ohne dass wir ein einziges Mal multiplizieren mussten. Denn normalerweise würden wir hier ja ausrechnen, dass es 5 mal 4 durch 2 mal 1, kommt natürlich dasselbe raus, aber Sie können es auch einfach so machen. Ne? Und Sie sehen jetzt an dem Pascalschen Dreieck auch sofort, wie das mit der binomischen Formel funktioniert, mit der allgemeinen binomischen Formel. Denn die Koeffizienten stehen hier. Also wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, damit haben wir ja irgendwann zwischendurch mal eine der ersten Übungen mit dem Binomialkoeffizienten gemacht, was a plus b hoch 5 ist, dann können Sie einfach das Pascalsche Dreieck abschreiben und schreiben Sie hierhin 1, 5, 10, 10, 5, 1, das kriege ich jetzt hier nicht mehr hin, 1. Und jetzt sortieren Sie einfach alle Möglichkeiten, die es gibt, natürlich in einer schönen sortierten Reihenfolge. Das erste, was rauskommt, ist a hoch 5. Dann kommt raus a hoch 4 mal b. Dann kommt raus a hoch 3 mal b Quadrat. Dann kommt raus a Quadrat mal b hoch 3. Dann kommt raus a mal b hoch 4. Und dann kommt raus b hoch 5. Fertig. Da brauchen Sie überhaupt nicht nachzudenken. Das können Sie einfach so hinschreiben.